Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Revolution. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Jo, Servusler, zum neuen Projekt, wir zocken Baphomets Fluch 2, nachdem ich den ersten Teil vor geraumer Zeit schon mal Let's Played hatte und damals schon gemeint hatte, ich möchte auch die weiteren Teile zocken, die Nachfolgeteile. Fangen wir mal an damit. Ein handelsübliches Point-and-Click-Adventure, hier diesmal in der Remastered-Version, da bin ich gespannt, was alles neu ist. Es wurde optisch aufbereitet, das ist schon mal interessant gewesen. Die Cutscenes, die Videosequenzen sind optisch verbessert. Das Menü ist auch anders. Im ursprünglichen Teil hätte man hier oben, seht ihr die Maus? Ja, ihr seht sie. Hätte man hier oben Menü und dergleichen gehabt, beziehungsweise hier unten dann. Aber hier haben wir das nicht. Wir haben jetzt hier ein Fragezeichen. Wenn ich das anklicke, komme ich hier in ein Untermenü mit Rätseltipps. Gab's früher nicht. Ich kann die Steuerung einstellen, ich kann mein Inventar nochmal einsehen, Tagebucheinträge ist auch neu. Und Informationen zu den diversen Charakteren kann ich mir einholen, das ist im Übrigen auch neu. Okay, hier sehen wir erledigt 0%, Zeit 0, klar, wir haben gerade erst angefangen. Zurück. Wir haben hier nochmal die Tagebucheinträge, in denen stehen... 6 Monate später bin ich also wieder hier in Paris. Jetzt steht ein Treffen mit Nico an. Sie will, dass ich gemeinsam mit ihr irgendeinen Archäologen aufsuche. Einen Kerl namens Professor Aubier.
Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es hat etwas mit ein paar Gravuren auf einem Maya-Stein zu tun. Die Wahrheit ist, dass ich mich einfach freue, Nico wiederzusehen. Warum auch immer. Mehr haben wir noch nicht. Die Einführungsstory ist recht spartanisch. Wir haben gesehen, dass George wieder in Paris ist und ist mit Nico in dieses ominöse Haus gegangen. Tja, und da wurde anscheinend Nico entführt und George wurde hier an diesen Stuhl gefesselt. Zusammen mit einer Giftspinne. Und als würde eine Giftspinne nicht schon reichen, wurde auch noch das Haus in Brand gesetzt. Unsere Aufgabe ist jetzt natürlich, hier rauszukommen. Nach guter alter Point-and-Click-Adventure-Manier können wir hier verschiedene Gegenstände anklicken, anwählen und uns dazu diverse Informationen holen. Ich zeig's hier mal bei der Spinne. An Spinnen kann ich nur drei Dinge nicht leiden. Wie sie aussehen, wie sie sich bewegen und dass sie auf dem gleichen Planeten leben wie ich. Diese Spinne ist groß, böse, behaart und definitiv kein eingeborener Europäer. Also dieses Fenster da oben, das hier erscheint, mit den dazugehörigen Sprechblasen, das ist neu. Das gab es in der ursprünglichen Fassung nicht. Zermatschen können wir die Spinne nicht. Okay. Ich schaue mir kurz die Buchtitel an, in der vagen Hoffnung, eine Taschenbuchausgabe von »Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist« zu finden. Gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Typischer Baphomets Fluchhumor. So, nachdem wir gesehen haben, dass das Teil hier wackelig ist, können wir auch das Bein anklicken. Der Holzklotz ist als Ersatz für den Originalfuß unter das Regal geschoben worden. Na, welch Zufall. Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Andererseits bin ich ja immer noch in einem brennenden Haus an einen Stuhl gefesselt, ohne eine Möglichkeit zur Flucht. So, die Spinne ist schon mal Matsch. So, was ist hier? Wenn wir in die Nähe der Objekte kommen, fangen sie es blinken an. Das ist auch neu. Aha, okay. So sehen wir gleich, was anklickbar ist. Das Spiel wurde um einiges erleichtert, muss ich feststellen. Dafür wurde es grafisch aufgebessert. Na gut, es muss jetzt nichts Schlechtes sein. Es ist halt im heutigen Zeitgeist, im heutigen Schwierigkeitsgrad angepasst. Das Bücherregal war mit einer Metallklammer an der Wand befestigt. Beim Umfallen hat das Regal sie abgerissen. Nur eine scharfe Kante steht noch vor. Eine scharfe Kante? Was man wohl damit machen kann? Tada! Mit einem einzigen mächtigen Ruck hat sich unser Held befreit. Jetzt muss ich mich nur noch um das Feuer kümmern. Tja. Jetzt haben wir diverse Sachen, die wir anklicken können. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Okay, er nimmt es nicht. Also mit der rechten Maustaste hole ich mir Informationen. Mit der linken Maustaste führe ich Aktionen aus. Da macht er aber bei dem Seil bei beiden das Gleiche, beziehungsweise er sagt das Gleiche. Das heißt, dieses Seil ist halt vollkommen nutzlos. Es ist da, damit es auch da ist, weil er ja damit gefesselt war und so weiter und so fort. Ihr kennt euch aus. Das ist der Stuhl, an den ich gefesselt war. Also ich werde immer vorher die Information abfragen und danach die Aktion ausführen und gucken, was passiert. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Er möchte sich nicht sitzen. Ich kann mit der Kante nichts mehr anfangen. Die vorstehende Metallklammer hat ihren Zweck erfüllt. Ich habe keine weitere Verwendung für sie. Oh, wie sauer, dass er da geworden ist. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Ich kann mit der Kante nichts mehr anfangen. Wird er schnippisch unter George? Ja, ich würde auch schnippisch sein, würde ich in dem brennenden Haus eingesperrt sein. Gucken wir mal, was haben wir hier denn? Fotografie? Aubier und seine Frau nehme ich an. Nettes Paar. Das Foto ist für mich von keinerlei Nutzen. Sagst du. Der Sekretär hat einen Rolldeckel. Da drinnen habe ich eine Flasche Tequila gefunden.
Eine halbe Flasche extra starker mexikanischer Tequila. Genau, was ich unter diesen Umständen brauche. Normalerweise trinke ich keine harten Sachen, aber heute war alles andere als ein normaler Tag. Denk nur an Saufen, der George. Widerlich. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt. Beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Den Wurm? Auf dem Teppich liegt etwas, das wie ein verschrumpeltes Wiener Würstchen aussieht. Glücklicherweise ist das nur der Wurm aus der Tequila-Flasche. Glücklicherweise. Glücklicherweise ist es keine Wurst, sondern ein Wurm. Naja, ich will ihn nicht unbedingt aufessen, aber eines habe ich im Leben gelernt. Egal wie unwahrscheinlich es auch scheinen mag, man kann selbst die merkwürdigsten Sachen manchmal brauchen. Steck ihn ein, den Wurm! Sogar Tequila-Würmer. Ein Wurm für den Wurm. Das ist eine geschlossene Schublade. In der Schublade steht ein kleines dekoriertes Töpfchen. Was ist denn das für ein Töpfchen? Ist das das Inventar jetzt? Ah ja, ich verstehe. In dem Topf ist ein Schlüssel. Interessant. Der rot-gelbe Topf ist mit großen Flecken verziert, die wie Hände aussehen. Wie verbaute Mutantenhände allerdings. Verbaute Mutantenhände? Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Sehr schön. Das ist der winzige Tequila-Wurm. Ich muss unbedingt daran denken, ihn aus der Hosentasche zu nehmen, bevor ich die Hose in die Reinigung gebe. Was macht die Spinne? Gelbes, eitriges Zeug sickert unter dem Bücherregal raus. Diese Spinne ist gründlich püriert. Diesen Spinnendreck rühre ich nicht an. Möchte er nicht, unser George? Selbst wenn ich die Zeit hätte, käme ich an die Bücher unter dem schweren Regal gar nicht ran. Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt man also nicht mehr ran. Tja, also keine Zeit zum Bücherlesen. Ihr merkt schon, das Spiel ist relativ textlastig. Das Schöne daran ist, es wird vorgelesen. Es ist wie ein interaktiver Zeichentrick. Ich fand dieses Spiel damals, als es rauskam, genialst. Ich liebe derartige Games. Also sämtliche Teile der Baphomets Fluch-Reihe und auch alles andere wie die Runaway-Saga, Jack Orlando und so weiter und so fort. Weil sie auf der einen Seite den schnuckeligen, hübschen Zeichentrick-Grafikstil haben, auf der anderen Seite aber eine relativ ernste Story. Und diese Mischung ist das, was mich so fasziniert. Es ist nicht diese reale 3D-Grafik, wie man sie heute hat. Und es ist auch nicht allzu kindisch und zu kitschig, so wie beispielsweise Monkey Island oder Larry Leffer, sondern es ist die Rätsel sind nicht immer, aber zum größten Teil logisch. Und genau das ist der Grund, warum mir derartige Games so zusagen. Und dieses hier habe ich vor kurzem auf Steam geschossen für ein paar Euro. Den ersten Teil auch. Ob ich den ersten Teil nochmal re-Let's Play, weiß ich jetzt noch nicht. Mein erstes Let's Play war ja die ganz normale Fassung, wie sie damals rauskam. Jetzt habe ich mir die Director's Cut Version auf Steam geschossen. Da gab es einige Rätselelemente, beziehungsweise man kann jetzt im ersten Teil mit Nico spielen. Das war früher nicht möglich in der Ursprungsfassung. Das heißt, einige Rätselpassagen sind komplett neu. Und auch so wurde das Spiel optisch und grafisch aufgemotzt. Ich bin nur überlegen, vielleicht mache ich ein Re-Let's Play. Wobei das erste Baphomets Fluch-Let's Play von mir qualitativ relativ gut war, bis auf den ersten Part. Da hatte ich noch das alte Headset. Am zweiten Part ging es dann mit dem Mikrofon weiter. Ich muss es mir noch überlegen. Irgendwie wird es mich ja schon reizen. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt schauen wir uns erstmal hier noch ein wenig um. Nikos Handtasche. Sie muss also gewaltvoll entführt worden sein, weil wann lässt eine Frau freiwillig ihre Handtasche liegen? Wäre mir neu. Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Ein Nylonhöschen? Naja, das könnte mal ganz nützlich sein. Na logisch. Packen wir das Nylonhöschen ein. Hat er das jetzt einstecken? Na klar. Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherzen als Verzierung. Interessant.
Ich schätze, der Inhalt des Briefes geht mich nichts an, aber andererseits könnte er mir einen Anhaltspunkt liefern, worin Nico da eigentlich verstrickt ist. Er ist von André Lobineau, dem Geschichtsstudenten, den Nico vom College her kennt. Der Brief ist sentimentales Geschwafel. Außerdem steht drin, dass die exotische Reizwäsche, wie er es nennt, ein Geschenk von ihm ist. Daneben steht seine Telefonnummer. Lobineau hält sich für meinen Rivalen um die Gunst von Nico, aber ich kann einfach nicht glauben, dass so eine Schnarchnase überhaupt mit im Rennen ist. Lobineau kennen wir noch aus dem ersten Teil. Der hatte uns geholfen, diverse Tempelritter-Artefakte zu identifizieren. Ein nadelspitzer Pfeil mit grünen und gelben Federn. Nehmen. Der Pfeil ist spitzer als das aktive Ende einer Stechmücke, aber das hält mich nicht davon ab, ihn einzustecken. Ja, stech dich nicht, sonst gehst du schlafen, mein Junge. Was haben wir so noch? Die Gitter am Fenster lassen keinen Einbrecher rein. Außerdem lassen sie mich auch nicht raus. So durch Pech. Diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Das ist dumm. Wir kommen da nicht raus übers Fenster. Hier vermutlich dasselbe. Dieses Fenster ist auch vergittert. Der ganze Raum ist ein Gefängnis. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Das ist dumm. Was liegt hier? Schachtel? Das ist die Schachtel, aus der die Spinne rausgekrochen ist. Die Schachtel packe ich nicht mehr an, nachdem die Spinne da drin war. Oh, scheiß dich halt ein, George. Das ist ein Siphon, wie man ihn benutzt, um Drinks mit Sodawasser aufzufüllen oder um Clowns nass zu spritzen. Clowns, hä? Clowns. Clowns war das Hauptthema im ersten Teil. Clowns. Kein Druck im Siphon. Ich schätze mal, die Gaspatrone ist leer. Na logisch ist die leer. Was haben wir denn so noch alles? Die Tür, das Feuer. Die Flammen haben einen Teil des Parkettbodens erfasst. Ich hab doch nicht gesagt Parkettböden, ich hab gesagt Parkettböden. Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich einen Feuerlöscher improvisieren könnte, wenn ich am Flughafen nur einen Kaffee getrunken hätte. Ja, pinkel es aus, George, pinkel es aus. Die Tür blockiert meinen einzigen Fluchtweg. Zur Bech. In der Holztür des Schränkchens ist ein sehr kleines Schlüsselloch. Das Schränkchen ist verschlossen. Schlüsselloch? Ein Hinweis. Wir haben einen Schlüssel und da ist ein Schlüsselloch. Jetzt muss ich nur gucken, wie das hier funktioniert. Es ist ein bisschen anders wie im Original. Der Schlüssel ist viel zu groß für das winzige Schlüsselloch. Alles klar, das geht also nicht. Die Mechaniken sind ähnlich. Aber trotzdem verändert. Knack das Schloss. Als ich das Schloss öffne, werden die Türen von irgendwas aufgesprengt. In dem Schränkchen liegt ein kleiner Metallgegenstand. An einem Ende rund, am anderen mit einem Ventil. Das Schränkchen ist schon offen. Ein kleiner Metallzylinder. Der Zylinder. Der Zylinder! Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Ich hab vergessen, dass George ja so ein Zieberler ist. So empfindlich. Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Ja, ihr merkt, ich kenne mich aus. Ich hab das Spielchen schon mal das eine oder andere Mal durchgezockt. Ja, schon mehr wie einmal. So, wo war jetzt der Zylinder? Wo ist jetzt da der Zylinder? Da ist er. In den Siphon. Das ist die Gaspatrone. Und würde es funktionieren? Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Wird es funktionieren? Du bist der Depp. Und schon habe ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Ja, dann lösche das Feuer, George. Laber nicht. Lösch das Feuer. George, der Feuerwehrmann. Sehr schön. Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Jetzt ist es aber höchste Zeit, nach Nico zu suchen. Aber wirklich wahr. Aber wirklich. Raus zur Tür.
Ich will mir nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Das dachte ich schon, er ziert sich. Und er möchte das Haus nicht verlassen, weil er vorher noch sauber machen muss oder sowas. So. Nächstes Screen, was gibt's hier alles? Die Tür. Ein Telefon. Ein Zeitungsausschnitt. Es ist schön, dass oben in der Mitte immer alles steht. Praktisch, praktisch. Die nächste Tür. Okay, fangen wir hier an. Ein gefalteter Zeitungsausschnitt. Nehmen. Nehmen und lesen, George. Zack, zack. Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Unglücklicherweise wird sie von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, ist Mexiko. Nein! Dieses zweimal gefaltet hätte er sich auch sparen können. Wo ist denn da? Da ist es. Lies doch mal. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Es ist ein Kontoauszug von Ubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Okay, ist das der Kontoauszug? Ubiers Kontoauszug. Ja, ist er. Was haben wir hier noch? Lippenstift? Das ist Nikos Lippenstift. Das ist nicht meine Farbe und sie erinnert mich zu sehr an Clowns. Ach, der Siphon wohl nicht. Na gut. Hat man das schon? Ja, das war der Brief. So. Telefon. Das ist Ubiers Telefon. George, telefonier nach Haus. So wenig ich ihn auch mag. Vielleicht ist Lobineau meine einzige Chance, Nico zu finden. Ruf ihn an. Hi, André. Wer ist da? Hier ist George Stobart, Nikos Freund. Meinst du nicht Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir zu streiten. Ich muss mit dir reden. Über Nico. Kannst du nicht akzeptieren, dass sie sich einfach nicht für dich interessiert? Hör zu, André, wir müssen reden. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. André? Wehe, du kommst nicht, du Penner. Ich fühle den unerklärlichen Drang, mir das Ohr zu waschen. Interessant, dass bei diesem Telefongespräch jetzt George nur auf der rechten Seite zu hören war, also Mono, während Obino auf beiden Kopfhörern zu hören war, Stereo quasi. Lag das noch am Ausgangsmaterial? War das früher nicht so? War das früher bei alles Mono? Ich kann es gar nicht mehr beantworten. Ich hätte mir eingebildet, das Spiel war früher auch schon Stereo. Oder hatten sie da nichts mehr Besseres? Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Haben wir hier noch irgendwelche Gegenstände? Nur noch die Türen. Nur noch die Türen. Die Vordertür besteht aus Hartholz und ruht in einer stabilen Zarge. Eine Zarge. Mal gucken, was er mit der Zarge macht. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe wohl wenig Chancen, diese Tür einzutreten. Na dann. Wird dafür wohl der Schlüssel sein? Ich schließe die Tür auf. Tada! Was uns hinter der Tür erwartet und wie das Spiel weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Könnt ihr mal ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ob der eine oder andere auch das Let's Play zum ersten Teil angesehen hat. Ich persönlich finde die Stories an sich dieser Games wahnsinnig geil. Wobei die Geschichte vom zweiten Teil hier nicht ganz die Klasse des ersten Teils erreicht. Sag ich euch gleich. Aber so ist es halt. Ne? Erste Teil hat Maßstäbe gesetzt. Gerade im Genre Point and Click hat dieser erste Teil Baphomets Fluch neue Maßstäbe gesetzt. Und viele, viele Nachfolger bzw. andere Programmierer und Hersteller diverser Videospiele haben versucht, diesen Standard zu halten bzw. zu kopieren, aber keiner hat es wirklich geschafft. Baphomets Fluch 1 ist halt ein Meilenstein in der Point-and-Click-Adventure-Geschichte. Und der zweite Teil
Er ist zumindest optisch an den ersten angelehnt, spielt sich auch so, nur die Story ist halt nicht ganz so klasse. Was soll's? Was soll's? Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle, bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.